evil doing for you, little Akuma? Time to de-evilize! Gotcha! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Miraculous! Hier auf dem Katze-Kinderkanal. Wenn ihr das Video auf dem Smartphone oder Tablet schaut, dann tippt doch auf den Vollbildmodus von eurem YouTube-Player und zack, verschwinden die schwarzen Ränder links und rechts. Und ihr könnt das Video im Vollbild angucken, im Hochformat. Was passiert da? Da kommt eine riesige Parfümwolke auf Paris zu. Oh nein. Jetzt müssen unsere Freunde aber schnell sein. Wir brauchen die Hilfe von Ladybug und natürlich von Cat Noir, damit wir die Parfümtante aufhalten können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also heute geht es wieder rasant zur Sache. Als erstes sammeln wir ganz viele Glücksbringer. Und sobald wir den ersten Stern bekommen, wird auch Ladybug ihren Zauberspruch aufführen. Oder eigentlich ist es kein Zauberspruch, es ist eher so ein... ja, Spruch, den sie sagt, um dann einen Gegenstand hervorzuholen, der ihr hilft, hier gegen die Parfümdame zu kämpfen. Da sie ja im Spiel immer, weil immer die gleiche Sequenz kommt, immer ein Handtuch bekommt, würde mich natürlich interessieren, welchen Gegenstand hat sie denn in der Serie bei dieser Parfümtante bekommen? War das vielleicht... weiß nicht. Irgendwas, ein Korken, um praktisch die ganzen Parfümflaschen zu stopfen, oder was genau war das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, bevor es gleich zu unserer Verwandlung kommt. Aber zuvor gibt es hier den Hinweis, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal, damit ihr keine Miraculous-Folgen mehr verpasst und ein Teil unserer Katzen-Community werdet. Und dann würde ich sagen, Verwandlung! Sehr gut, wir kriegen ein Handtuch, so wie immer, um einfach alle Parfümflaschen zuzudecken. Wenn wir ein riesen Handtuch haben und damit diesen Duft irgendwie eindecken könnten, wäre das schon irgendwie interessant. Übrigens, was ich am Anfang dieser Folge noch nicht gesagt habe, das, meine Lieben, und seid mir bitte nicht traurig, ist die letzte Folge von Miraculous, zumindest vorerst. Denn das Spiel geht nur bis Level 80, so wurde mir schon mal gesagt, das werden wir jetzt gleich auch sehen. Und erst wenn es ein Update des Spiels gibt, kann ich das für euch weiterspielen. Aber keine Sorge, denn schon in den nächsten Tagen kommt das nächste Miraculous Video. Ein Spezialvideo oder mehrere Spezialvideos, wo wir dann über einzelne Sachen von Miraculous sprechen. Zum Beispiel über die Bösewichte, über... oh, ich hätte springen müssen, nicht rutschen. Oh, oh, es tut mir leid, das war keine Absicht, ehrlich nicht. Oh Mann, oh. Na gut, wir kriegen das schon hin. Auf ein neues, ich bin motiviert. So, ja, was wollte ich sagen? Wir machen Spezialvideos und da gehe ich einfach auf verschiedene Aspekte, auf verschiedene Punkte der Serie ein. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare schreiben, worüber ich ein Spezialvideo machen könnte. Also auf jeden Fall ist Thema die Bösewichte, die Freundin, vielleicht auch die Liebe zwischen Adrien und Ladybug. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sind das so Ideen, aber ich bin natürlich für Ideen auch immer offen und gerne zu haben. Das heißt, wenn euch was einfällt, worüber ich ein Spezialvideo machen kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt noch Hashtag Miraculous. Dann weiß ich Bescheid und weiß, dass euch das wichtig ist und ich das auf jeden Fall mal angehen sollte. Ich kann natürlich nicht sagen, wie regelmäßig diese Spezialvideos kommen, aber ich habe mir vorgenommen, sie auch regelmäßig zu bringen, genauso wie ich es mit diesen Folgen hier im Spiel mache. Vor allem fand ich das so, so lieb und so süß von euch, dass ihr jede Folge kommentiert habt und auch immer meine Fragen beantwortet habt. Das war so, so nett von euch und glaubt mir. Und wieder verwandelt. Yeah, Marinette wurde zur lieben Ladybug. Ja, was ich sagen wollte, das gibt's echt nicht oft, dass man so eine tolle Community hat. Meine ich vollkommen ernst.
Einfach, dass es dieses Miteinander gibt in den Kommentaren. Niemand wird verurteilt. Man kommentiert zusammen. Man geht auf andere Kommentare ein. Und sowas schätze ich total. Und sowas finde ich total toll. Also ganz großes Lob an alle, die auch untereinander in den Kommentaren schreiben. Und diesen Zusammenhalt in der Katzen-Community fördern. Wirklich. Also ich bin schwer beeindruckt. Aber gut. Konzentration. Übrigens kann ich gerne mal, weil es auch gefragt wurde, ich habe ja in der letzten Folge, oder war es in der vorletzten, habe ich ja viele von euch gegrüßt, ob ich sowas nicht nochmal machen könnte. Ich könnte mal ein Miraculous Liebe Grüße Video aufnehmen. Also wo ich Miraculous spiele, so ein unendlich langes Level und einfach alle von euch grüße. Also wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt, schreibt, dass ich, also schreibt irgendwas rein. Und schreibt noch dazu Hashtag grüß mich. Wenn ihr das schreibt, dann grüße ich alle, die diesen Hashtag verwendet haben. Und alle, die das nicht getan haben, ja, die haben wahrscheinlich das Video bis zu dieser Stelle nicht geguckt. Und verpassen dann wertvolle Infos. Es wird auch lustig sein. Ich glaube, wenn ich das erste Spezialvideo aufnehme und Kommentare von euch einblende, wird bestimmt irgendjemand sagen, hey, Moment mal, warum hast du meinen Kommentar nicht genommen? Wo ich dann sagen werde, tja, hättest du mal meine Videos bis zum Schluss geguckt. Denn manchmal gibt es mitten im Video oder am Ende des Videos noch ein paar extra Informationen und somit dann die Chance, irgendwie am Video teilzunehmen. So, schaut mal, wir haben jetzt schon 40 Glücksbringer, 41. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Ruckzuck haben wir gleich alles voll. Wow, also Ladybug, ich muss schon sagen, du bist schneller als der, als die Polizei erlaubt. Und dann kommt zum allerletzten Level in dem Spiel. Mal sehen, ob das irgendwie spektakulär aussieht oder ob das, ja, einfach ein Level ist, aber nichts weiter. Wir werden jetzt sehen. Vielleicht gibt es ja nochmal so eine Art Endsequenz, um das Ganze zu beenden. Das wäre spannend. Übrigens, apropos Ende. Wie endet denn die erste Staffel von Miraculous? Endet sie spannend oder mysteriös oder total lieb und nett und süß? Wie ist das Ende der ersten Staffel? Und wie fängt die zweite an? Wenn ihr wollt, schreibt das in die Kommentare. Mich würde das echt sehr interessieren. So. Wir haben es gleich geschafft. 4 Glücksbringer noch und dann ist das Level vorbei. Das wäre doch gelacht. Da. Und eine. Wow. Ein Magnet. So. 59. Und wo ist die 60? Da vorne 60. Wir haben alle Glücksbringer eingesammelt. Wow. Und wir haben fast 2000 Taler bekommen. Wow. Jetzt kommt das letzte Level. Seid ihr bereit? Besiege, Tiki ist krank, warum auch immer das da oben steht. Besiege die Parfümtante. Schaut mal, wie sie schaut. Ich krieg keine Luft. Aha, Hilfe. Sie hat ein Parfüm in der Hand. Eine Parfümpistole. Cool. Okay, was müssen wir tun? Sie schickt wieder ihre Ach so, okay. Wir können sie mit Parfümgläschen zurückhauen. Also nur die grünen. Die mit dem grünen, mit der grünen Zielscheibe. Na gut. Sollte eigentlich kein Problem sein. Cat Noir macht das, glaube ich, echt gut und ist da geschickt in seiner Sache. Von daher mache ich mir natürlich keine Sorgen. Während ich hier die zwei steuere. Ich finde es auch cool gemacht, wie sie sich überlegt haben, wie man die Gegner besiegt, eben durch das Antippen von den Gegenständen. Aber schaut mal, wir müssen echt viele Gegenstände antippen, damit wir sie bezwingen können. Also die Anzeige fühlt sich echt sehr, sehr langsam. Na gut, wenn das so ist, dann müssen wir das wohl so akzeptieren. So, dann mal weiter. Und weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Wir schaffen das. Und weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. Wir schaffen das. So, mehr als die Hälfte haben wir schon mal. Fast 3/4. Ja, jetzt haben wir 3/4, definitiv. Oh, das war knapp. Und ich habe leider, ihr habt mir in der letzten Folge auch den Namen geschrieben von dieser Parfümdame. Aber ich habe es vergessen, deswegen nenne ich sie nach wie vor Parfümtante oder Parfümdame. Ist ja fast das Gleiche. Fast wie ihr echter Name. Nicht. So, 25 Treffer braucht sie, glaube ich. Ein Treffer noch. Yes, wir haben es geschafft. Wuhui. No more evil doing for you, little Akuma. Time to
to de-evilize! Gotcha! Yeah, wir haben sie geschafft! Wir haben alle im Spiel in dieser App de-evilized. Akkumatisiert. Wobei, nee, sie sind akkumatisiert. Schaut mal, jetzt geht's hier nicht weiter. Seht ihr das? Geht nicht. Es gibt kein Level 81. Toll. Hallo, ich möchte weiter. Bitte bringt ein Update des Spiels, bitte. Wer von euch möchte denn, dass ich weiterspiele, wenn es ein Update gibt? Wenn ja, dann schreibt's mir in die Kommentare, dann spiele ich es weiter, wenn es ein Update gibt. Wenn nicht, dann, ja, dann ist das wirklich das Ende des Spiels. Aber wir schauen uns mal noch ein Speziallevel an. Das habe ich, glaube ich, schon mal versucht, oder? Level 2. Spiele unendliche Levels und brich deinen Rekord. Das machen wir jetzt nur ein einziges Mal zum Abschluss. Hier sehen wir noch alte Bilder von damals, als wir mit dem Spiel angefangen haben, in der ersten Folge. Und ja. Jetzt wollen wir mal Gas geben. Das heißt, nur ein Versuch und nach diesem Versuch beende ich das Video. Mal gucken, wie weit ich komme. Übrigens, wenn ihr das Spiel auch spielt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie weit ihr in diesem unendlich langen Level gekommen seid. Was habt ihr geschafft? Was ist euer Rekord? Wie viele Marienkäfer habt ihr gesammelt? Schreibt das in die Kommentare mit der Anzahl und bitte schreibt noch dazu, wie viele Marienkäfer es sind. Also nicht nur eine Zahl, sondern zum Beispiel, ja, 8000 Marienkäfer. Nur als Beispiel. Weil wenn ihr nur eine Zahl schreibt und ich das Video irgendwie 3 Monate später sehe oder euren Kommentar, dann verstehe ich nicht mehr, was ihr mit der Zahl gemeint habt. Deswegen ist es für mich ganz praktisch und sinnvoll, da nochmal ein paar Zusatzinformationen zu bekommen. So, schön an der Wand entlang geschreddert. Mit der Kralle, das war knapp. Das war mal richtig knapp. Heiliges Kanonenrohr. Wow. Oder wie ich zu sagen pflege, heiliges Teppichtörtchen. Das ist ja unser Wort, das wir hier in der Community erfunden haben, in der Katzen-Community. Niemand verwendet das Wort, nur wir. Teppichtörtchen. Das ist das gleiche wie heiliger Strohsack oder ach, Pustekuchen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Das heißt, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, sagt er einfach, ach Mensch, Teppichtörtchen. Einfach nur Teppichtörtchen. Und ich habe euch ja mal versprochen, ich werde irgendwann mal zum Teppichtörtchen ein T-Shirt gestalten. Wo ein, ja, ein Teppichtörtchen drauf zu sehen ist. Wie genau das aussieht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber irgendwann erfinde ich mal ein Bild von einem Teppichtörtchen. Ich zeichne was Schönes. Und das wird dann so sein. So, da mal schön weiter ausweichen. Und mit Marinette möglichst viel schaffen. Sehr schöner Sprung. Und auf dem schmalen Sims mit einem Schutzhelm. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. So, schön runtergeslidet. Und unser Helm ist weg. Nein, wir haben keinen Schutzhelm mehr. Egal. Wir sind auch so gut dabei. Was ist denn eigentlich mit den anderen Speziallevels? Sind das alles Level, die so unendlich gehen? Oder gibt es da Unterschiede zum Beispiel? Kann man eigentlich auch in dem Spiel mit Tiki und mit Plug spielen? Würde ich auch total gerne mal machen. So zum Beispiel in Form eines Minispiels. Das wäre mal richtig cool. Oh Mann, hätte ich doch bloß Kontakt zu den Entwicklern des Spiels. Da würde ich sagen, hey, wir wünschen uns in der Katzen-Community, dass man auch mit Plug und Tiki spielen kann. Jetzt nicht so durch das Level laufen und Sachen sammeln, so wie hier mit Marinette und Audrian, aber vielleicht als in Form eines Minispiels. Also, ja, so kleine Zusatz-Bonus-Spiele, wo man vielleicht irgendwie schnell was tippen muss und seine Reaktionszeit auf unter Beweis stellen muss. Irgendwas in der Richtung. Also sowas würde ich mir extrem cool vorstellen. Vielleicht gibt es ja sowas irgendwann. Mit Tiki und Plug und Tricks und all den anderen, die es noch gibt. Bestimmt gibt es da noch irgendwann mehr. Irgendwann gibt es Staffel 18 von Marinette oder von Miraculous. Und dann gibt es richtig coole Sachen. Naja, wir werden sehen. Wir reisen weiter. Und haben ganz viel Spaß. Boah, schaut mal, also mal 18 steht oben. Ich weiß gar nicht, wofür diese mal 18 steht. Multiplikator mal 18 oder wie? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Übrigens, vorhin, als ich komplett runtergescrollt bin, von Level 80 runter bis zu Level 1, da ist euch bestimmt aufgefallen, ich habe alles nachgeholt. Also am Anfang hatten wir, glaube ich, in Folge 17 plötzlich nur 2 Sterne, weil ich habe einen verpasst. Aber ich habe überall in dem Spiel 3 Sterne geschafft. Und wisst ihr was?
Mal im Ernst, auch wenn es vielleicht komisch klingt, ich bin mächtig stolz darauf. Das ist eine echt schöne und runde Sache, die uns hier mit dem Spiel gelungen ist. Und ich meine jetzt mal im Ernst, ich wäre niemals durch das komplette Spiel gekommen, wenn ihr nicht so fleißig kommentiert und mich motiviert hättet. Denn eigentlich hatte ich ja vor, ursprünglich nach Folge 5 das Spiel zu beenden, aber ihr habt gesagt, nee, nee, Katze, mach doch mal bitte weiter. Wir finden das toll, was du da machst und wir sind große Miraculous-Fans und Experten und unterstützen dich gerne bei Fragen, die du hast. Das fand ich so nett und so lieb von euch, dass ich da nicht anders konnte, als natürlich weiterzumachen. Das haben wir selten in einem Spiel. In Sims seid ihr auch sehr fleißig, aber ansonsten ist es immer so, ja, die meisten gucken, aber kommentieren nicht. Aber bei Miraculous habt ihr mal richtig Gas gegeben und mir gezeigt, nee, 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 so schnell soll das Spiel nicht beendet werden und ihr wollt auf jeden Fall noch mehr sehen. So. Jetzt, aber wir sind echt gut dabei. Ihr seht schon am Spiel, es wird immer schneller. Und ich bin guter Dinge, dass wir noch die 3000 Marienkäfer auf jeden Fall knacken werden. Vorausgesetzt, wir kriegen noch ein paar Multiplikatoren, damit das schneller geht. So. Und weiter und weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen, denn das hält uns bloß auf. Ladybug, zeig, was du kannst. Du bist hier die Heldin von Paris und die Einzige, die alle akkumatisierten Menschen wieder zurück verwandeln kann. Gott, das war knapp. Aber wir sind auch immer schneller unterwegs. Das ist unglaublich. Es wird immer schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und schneller, 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 schneller. So, jetzt wieder zurück aufs Dach von Paris. Und gleich haben wir die 3000 geknackt. Mal 2, umso besser. Jetzt knacken wir das noch schneller. 3000 Marienkäfer haben wir. Wow. So viel hatte ich noch nie gesammelt. Glaube ich, oder? Hatten wir schon mal mehr? Wer schafft es, so wie ich, 3000 Marienkäfer zu sammeln? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das schaffen nur die wenigsten, oder? Oder täusche ich mich da? Was? Nein! Oh nein! Das war, naja, etwas ungeschickt von mir. Ich bin zu spät an die Wand oder zu früh. Na toll. Egal, trotzdem toller Rekord. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Quatsch. Geht raus aus dem Vollbildmodus und tippt auf Abonnieren, damit ihr keine Videos von Miraculous mehr verpasst. Und dann auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Täglich um 13 Uhr. Und übrigens, oben zeigt der rote Pfeil auf ein kleines i. Tippt da mal drauf und ihr kommt zur nächsten Folge von Miraculous. Bis dann!